Spannung im kreativen Labor der Drescher Werkstätten. Am 28. Juni werden die Künstler ihre Werke in den Schweriner Höfen präsentieren. Die Auswahl ist groß, schließlich gibt es den Malzirkel schon seit 2 Jahrzehnten. Horst Holinski ist von Anfang an mit dabei. Selbst ein Künstler hatte er sich vor Jahren der Aufgabe verschrieben, den psychiatrieerfahrenen Teilnehmern Maltechniken beizubringen. Jetzt hat Horst Holinski die Qual der Wahl, denn seine Schüler waren äußerst produktiv. Selbst kreativ zu sein und etwas zu machen aus ihren Erlebnissen, aus ihren, was sie aus der Welt entnehmen und das irgendwie sichtbar zu machen, wo sie manchmal überhaupt keine Möglichkeiten haben, auch es zu schreiben, das, was gar nicht manchmal da ist, oder zu hören. Das ist eine ganz wichtige Geschichte auch der Persönlichkeitsentwicklung. Mit von der Partie der neue Geschäftsführer der Drescher Werkstätten, Jens Olaf Rieckhoff. Sein Haus präsentiert sich bereits in den Schweriner Höfen mit der Wellnessmarke Olifee. Jetzt aber kommt auch die Kunst hinzu. Unser Malzirkel feiert sein 20-jähriges Jubiläum und da wollen wir 24 Bilder aus den letzten Jahren zeigen, die dort entstanden sind. Ganz in der Nähe von Olifee, im Brunnenhof, wird die Ausstellung am 28. Juni um 11.30 Uhr eröffnet. Somit ist die Kunst in den Schweriner Höfen wieder da, mindestens für 3 spannende Wochen.